Für Tiere birgt der Prozess der Partnersuche manchmal große persönliche Risiken. Können Sie sich vorstellen, wie es wäre, wenn wir uns verabreden müssten wie Mäuse oder Pandas? Wenn Sie Kerzenschein-Dinner ein wenig stressig finden, warten Sie, bis Sie das hören. Während uns diese Balzverhalten vielleicht seltsam und sogar riskant vorkommen, erfüllen sie ihre Funktion in der Tierwelt ziemlich gut. Stellen wir uns vor, wie es wäre, wenn wir uns wie Riesenpandas verhalten würden, zum Beispiel. Nun, erstmal würden wir es ziemlich schwierig finden, uns zu paaren. In einer Welt, in der Menschen sich wie Pandas verabreden, haben die Damen nur ein kurzes reproduktives Fenster. Einmal pro Jahr, im Frühling und nur für ein paar Tage höchstens. Das würde einen ordentlichen Wettbewerb verursachen. Um die Zuneigung einer Dame zu gewinnen, müsstest du vermutlich mit einem jüngeren Konkurrenten kämpfen, während sie hoch oben in einem Gebäude ist, völlig Rapunzel-Vibes ausstrahlt. Du müsstest dich dann auf einen intensiven Standoff einlassen. Wenn du Pech hast, ist die Frau nach dem Kampf vielleicht nicht einmal an einer Beziehung interessiert. Beim Verlassen des Gebäudes würde sie dich einfach abblitzen lassen. Beide Konkurrenten, so ehrgeizig sie auch sind, würden danach wochenlang versuchen, um sie zu werben, indem sie in bemerkenswert hartnäckiger Weise hitzige Worte austauschen. Schließlich würde der andere Bewerber die Niederlage eingestehen und die Dame würde endlich an ihnen interessiert sein. Diese langjährige Rivalität, gepaart mit der Zurückhaltung der Dame, könnte tatsächlich das weibliche Interesse wecken. Stellen Sie sich vor, wir müssten jedes Mal potenzielle Rivalen abwehren, wenn wir jemanden ausfragen wollten. Mit Sicherheit würden wir mehr Zeit im Fitnessstudio verbringen, um in Form zu bleiben. Aber was ist, wenn Sie vor einem romantischen Rendezvous ein ganzes Schloss bauen müssten? Mit bloßen Händen, nicht weniger. Und was ist, wenn das Schloss sowohl ästhetisch ansprechend sein muss, als auch für Ihren Partner und Ihren Nachwuchs sicheres Wohnen bieten muss? Nun, das müssten Sie tun, wenn Sie sich wie der Kugelfisch verabreden würden. Immer wenn Liebe in Ihrem Sinn wäre, müssten Sie sich daran machen, Sandburgen zu bauen. Sie müssten Ihre Hände kräftig verwenden, den Sand formen und diese wunderschönen Kämme und Täler schaffen. Es ist kein Spiel, glauben Sie mir. Wenn es richtig gemacht wird, sollten Sie gut 7 bis 9 Tage benötigen, um Ihr Meisterwerk zu perfektionieren. Ihr Traumhaus sollte hübsch genug sein, um aufzufallen, aber auch stark genug, um Einbrecher abzuwehren. Dann, wenn Sie Glück haben, würde eine nette Dame aufmerksam werden und Interesse zeigen und sich dann dem Spaß anschließen. Bald genug würde sie aus diesem unglaublichen Nest ein Zuhause machen. Stellen Sie sich nun vor, Sie müssten ein fantastischer Sänger sein, bevor Sie jemanden auf eine Tasse Kaffee einladen könnten. Sollten Sie jemals in einer solchen Situation sein, können Sie die mächtige Maus um Rat fragen. Wenn wir so romantisch wären wie Mäuse, bräuchten wir einen besonderen Trick in der Hinterhand. Oder eher in unseren Stimmbändern. Wir müssten einzigartige, hochtonige Lieder produzieren. Diejenigen, die Mäuse machen, liegen außerhalb des menschlichen Hörbereichs, aber wir würden etwas herausfinden, denke ich. Letztendlich würden wir eine melodische Atmosphäre schaffen, um unsere potenziellen Partner zu gewinnen. Wir müssten auch einen anderen Tonfall verwenden. Diese Geräusche müssten sich deutlich von unserem normalen Geplauder unterscheiden. So talentiert wir auch wären, es würde nicht weniger schwierig werden. In einem mäuseähnlichen Szenario würden unsere Liebesinteressen nicht so leicht beeindruckt sein. Sie hätten ihre eigenen Vorlieben, wenn es um Serenaden geht. Laut einer früheren Studie bevorzugen weibliche Mäuse tatsächlich Lieder, die sich von denen unterscheiden, die ihre Verwandten singen. Nie gedacht, dass eine weibliche Maus von Neuheit beeindruckt sein würde. Aber hier sind wir. Scheint, als hätten wir das mit diesen Nagetieren gemeinsam. Wenn einer Ihrer Partner Sie jemals mit einem Anglerfisch vergleicht, wissen Sie, dass es definitiv kein Kompliment ist. Man kann schon sagen, dass diese Kreaturen die Plakatjungs für anhängliche Freunde sind. Denn wenn es um die Paarung geht, müssten sie ganz dabei sein. Die Herren würden buchstäblich in das Weibchen beißen und wie Kleber an ihr haften. Sie würden zu wörtlichen Parasiten werden, die vom weiblichen Körper leben, der überraschenderweise größer ist. Zu einem bestimmten Zeitpunkt werden die Männchen buchstäblich in die Damen aufgenommen. Die Welt eines Oktopus ist bereits ziemlich geheimnisvoll. Daher ist es kein Wunder, dass ihre Paarungsrituale ebenso einzigartig sind. Sicher, wir alle haben diesen Schutzinstinkt, wenn es um die Menschen geht, die uns am Herzen liegen.
aber wenn du dich verhalten würdest wie eine bestimmte Oktopusart, müsstest du es auf eine ganz andere Ebene bringen. Du müsstest buchstäblich zu einem Bodyguard werden. Du müsstest direkt neben deinem Schwarm in deinem eigenen kleinen Versteck kämpfen. Das liegt daran, dass du sicherstellen möchtest, dass sich niemand sonst nähert. Es wird noch faszinierender. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Sie sich verkleiden müssten, um sich mit Ihrem Geliebten zu treffen, der Sie vielleicht nicht mal besonders mag, um überhaupt anzufangen. Nun, einige listigere Kraken haben einen ähnlichen Ansatz. Also, was ist die Strategie? Nun, Sie müssten sich als Weibchen tarnen, um die anderen Männchen zu täuschen. Sie müssten Ihr Aussehen und Ihre Färbung ändern, um sich einzufügen und von den Wachen unbemerkt vorbeizukommen. Warum all diese Anstrengungen? Es geht nicht nur darum, die Gefahr zu vermeiden. Kraken sind bekannt dafür, ziemlich ungesellige Kreaturen zu sein. Sie müssten sich so verhalten, einfach um zu vermeiden, von den Weibchen selbst verletzt zu werden. Jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Baldachinvögel, kleine architektonische Genies aus Nordaustralien. Wenn man sich wie sie verhält, muss man wirklich eine Show abziehen, um zu beeindrucken. Dein Tanz oder dein auffälliges Outfit werden nicht ausreichen. Tatsächlich müsstest du eine Struktur namens Baldachin bauen. Aber das ist noch nicht alles. Du müsstest ihn auch mit allerlei Gegenständen wie Knochen, vom Menschen hergestellten Gegenständen und Steinen dekorieren. Denk daran wie an deine eigene persönliche Kunstgalerie mitten im Wald. Jedes Mal, wenn ein potenzieller Partner vorbeikommt, müsstest du dich am Ausgang des Baldachinhofs positionieren. Und hier geschieht das Wunder. Sie würden beginnen, ihre wundervolle Sammlung von farbenfrohen Objekten zu präsentieren. Aber hier ist der raffinierte Trick. Selbst die Art und Weise, wie sie diese Objekte anordnen, ist wichtig, da sie eine Illusion von Größe erzeugen muss. Bei der Zusammenstellung der romantischen Behausung müssten sie die größeren Objekte strategisch weiter weg vom Gehege platzieren. So würden sie aus der Perspektive des Partners größer und beeindruckender erscheinen, als sie tatsächlich sind. Es ist wie ein raffinierter Trick, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Kinderstuben-Netzspinnen bereiten sich auf ein Date in einer ganz anderen Dimension vor. Möchten Sie Ihrem Beispiel folgen? Dann müssen Sie Geschenke mitbringen. Sie würden sich einem Partner mit verschiedenen Arten von Geschenken nähern, die Sie anbieten würden, bevor Sie versuchen, eine tiefere Beziehung aufzubauen. Wissenschaftler haben dieses Verhalten nun untersucht. Es wurde einmal angenommen, dass es ein nachdenkliches Zeichen von Engagement ist. Es wäre eine Möglichkeit, Ihrem potenziellen Partner zu zeigen, dass Sie ein außergewöhnlicher Elternteil sein würden, fürsorglich und gut vorbereitet. Nun, Wissenschaftler glauben jetzt, dass es dazu gedacht ist, die persönliche Sicherheit zu gewährleisten. Das liegt daran, dass Kinderstubennetzspinnendamen es nicht abgeneigt sind, hin und wieder ihren potenziellen Verehrer zu verspeisen. Nehmen wir an, Sie lieben es, Neues zu entdecken. Dann ist das Paarungsverhalten der Albatrosse genau das Richtige für sie. Denn sie sind wandernde Wesen, die Jahre damit verbringen können, um die Welt zu reisen, ohne jemals an einem Ort sesshaft zu werden. Aber wenn sie in ihre Heimatstadt zurückkehren würden, kämen sie immer zu ihrem Lebenspartner zurück. Als Paar würden sie sich mit einem aufwendigen Ritual der Gelübde und Ringtausches begrüßen. Wisst ihr, wann Leute sich manchmal Liebesvögel nennen? In Wirklichkeit handelt es sich dabei um eine echte Art von winzigen Papageien. Und sie sind genauso liebevoll, wie sie klingen. Eine Romanze wie ihre bedeutet, dass du und dein Partner unzertrennlich wärt, wie Highschool-Schwärme, sich immer pflegend und plaudernd. Zusammen würdet ihr komplexe Heime bauen und sogar euer Essen teilen. Eure Liebe würde der federleichten Liebeskäfer ähneln, die für lange Zeit zusammenbleiben. Außerdem wäre das Aufbrechen eine völlige Tragödie. Wie bei den Liebesvögeln wäre es am besten, dich und deinen Geliebten nicht zu trennen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Liebesvögel buchstäblich vor Herzschmerz sterben könnten.